Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich wollte heute ganz lieb zur SPD sein, weil sie auch ja tatsächlich dafür gesorgt hat, dass es einen gar nicht so schlimmen Änderungsantrag gab. Aber Herr Kahner, jetzt haben Sie jetzt diese Rede erhalten und ich befürchte, so lieb wird es dann doch nicht. Ich habe ja die Verfassungswidrigkeit des Demir-Gesetzes überhaupt nicht moniert, weil ich ihn tatsächlich noch nicht so sehe und ich kenne natürlich auch den zweiten Punkt des Artikels 10 unseres Grundgesetzes. Ich halte ihn allerdings für politisch überholt. Und das ist hier völlig bekannt und nichts Neues, das, was uns politisch trennt. Tatsächlich bin ich aber erst einmal zufrieden, dass die Koalition einen Änderungsantrag eingereicht hat, der, wenn er am Ende tatsächlich so beschlossen werden sollte, in die richtige Richtung geht und unser Grundanliegen aufnimmt. Ich war geradezu erfreut, ich habe schon gedacht, Sie wollen mich ärgern, aber ich habe dann nochmal genauer gelesen und dann tatsächlich festgestellt, dass das Schwert doch ziemlich stumpf ist. Mit dem Änderungsantrag schwächen Sie unsere Forderung lediglich ab, weswegen wir den Änderungsantrag ablehnen werden. In einer etwaigen Beschlussfassung über den geänderten Antrag werden wir uns dann enthalten. Gerade eben habe ich allerdings herausgehört, Sie wollen im Ausschuss darüber diskutieren. Zum Änderungsantrag selbst. Ich bin erstmal froh, dass beide Koalitionsfraktionen erkennen, dass wir notwendige Schritte gehen müssen, auch in Verantwortung gegenüber unserer Bevölkerung, die tatsächlich Bedarfe an den Staat und damit auch an das Land formuliert. Und ich bin auch sehr froh, dass im Änderungsantrag der Koalition im dritten Punkt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung überlebt hat. Und ich hoffe auch, dass die Regierung in der Beschlussempfehlung das dann entsprechend so umsetzt. Ich bin auch sehr gespannt auf die Beschlussrealisierung, natürlich wie die Regierung vorhat, den dritten Punkt umzusetzen und vor allem, wie die Regierung diesen dritten Punkt umsetzen möchte, ohne das Demir-Gesetz abzulösen. Ich möchte kurz zur Debatte nur sagen, Herr Bartel, zu dem Maß, was Sie angesprochen haben in der Debatte, Menschenrechte können wir nicht überhöhen. Sie gelten. Und da, wo sie nicht gelten, müssen wir sie einfordern. Das mag pathetisch sein, und das ist es auch. Ich möchte aber nicht im Raum stehen lassen, dass wer Menschenrechte einfordert, das Maß überhöht. Und ja, natürlich reden wir über die mündigen Bürger, aber es sind eben gerade auch die mündigen Bürger, die hier einen Schutz gewähren gegenüber dem Staat und gegenüber der Gesellschaft formulieren und zu sagen, jetzt gibt es die mündigen Bürger, deswegen haben wir etwa weniger Verantwortung als Staat zu tragen, ist gerade die Logik, der ich mich verwehre. Aufgegriffen von Herrn Striegel ist die Frage, welcher Abgeordnete Schlüssel für die sogenannte PGP-Verschlüsselung auf den eigenen Website zur Verfügung steht. Ich habe da keine Übersicht, ich wäre mal interessiert, wer der Zweite ist. Ich weiß auch nicht, ob es so die relevante Frage ist. Es ist aus meiner Sicht, aus meiner fachpolitischen Sicht natürlich so, dass jeder Abgeordnete und jeder Abgeordnete, das sind alle 105 gleich, PGP-Schlüssel für sich und für die Wahlkreisbüros auf den Websites anbieten sollte. Beginnen natürlich auch in meiner Fraktion dafür entsprechend zu werben und ich vermute Sie auch in Ihrer. Tatsächlich war es jetzt nicht Antragsgegenstand heute und wir befinden uns auf jeden Fall, das sind wir in jedem Politikfeld natürlich schuldig. Der Konflikt, der dabei besteht, aus meiner Sicht, ist natürlich die Frage, mit welchem konkreteren System wir Vertraulichkeit tatsächlich herstellen können. Und in vielen Debatten von Leuten, die sich jetzt vielleicht nicht jeden Tag mit Netzpolitik beschäftigen oder sich nie damit beschäftigen, aus ganz guten Gründen, vielleicht auch nicht mit dem konkreteren technischen Unterbau des Internets beschäftigen, ist es teilweise schwierig zu verstehen, warum wir ausgerechnet mit dem PGP-System die Vertraulichkeit herstellen wollen, weil das alte strukturierte Denken, insbesondere an den Staat und an die öffentliche Verwaltung, die Systeme wie bei uns die PKI im Land, wahrscheinlich eher dazu taugen lässt, sich gesellschaftlich durchzusetzen. Deswegen haben wir übrigens die Landes-PKI auch bewusst mit in diesen Antrag aufgenommen. Das schließt nicht aus, dass wir überall unsere Schlüssel natürlich anbieten. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass die Systeme, die wir haben, auch ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Akzeptanz erhalten, damit wir prinzipiell unserem eigentlichen Begehren auch realistischerweise gerecht werden können, weswegen wir hier über die S-MIME-Verschlüsselung ebenfalls reden müssen. Zu guter Letzt bin ich froh, dass ich am Ende der Debatte Einigkeit im Grundgedanken, den wir hier heute beantragt haben, feststellen kann. Kommt er nicht allzu häufig vor mit unseren netzpolitischen Anträgen und freue mich dann auch auf die beratenden Ausschüsse. Vielen Dank.